Er ist der einzige Ingenieur, dessen Nachnamen wahrscheinlich die ganze Welt kennt. Gustave Eiffel, der Magier des Eisens, gehört zu den brillantesten Köpfen des 19. Jahrhunderts. Er steht vor einem Baukasten und entdeckt, dass damit absolut außergewöhnliche Dinge möglich sind. Er nimmt die Fertigbauweise vorweg. Er konstruiert mit einem Höchstmaß an Organisation. An Eiffels Werken fällt auf, jedes Projekt baut auf das vorhergehende auf. Ein genialer Wegbereiter der Moderne. Außer seinem berühmten Turm schafft er binnen 3,5 Jahrzehnten Aberhunderte von Metallkonstruktionen. In Europa, Asien, Afrika und Amerika. Viadukte, Brücken, Bahnhöfe, Observatorien. Das Gerüst der Freiheitsstatue. Eiffel hat ständig innovative Methoden zur Konstruktion und zur Bauausführung entwickelt. Gustave Eiffel, ein Erneuerer und Erfinder, davon besessen, in die Geschichte einzugehen. Nach der Weltausstellung von 1889 zum Abriss vorgesehen, ist Paris ohne diesen Turm heute nicht vorstellbar. Gustave Eiffels Meisterwerk. Wenn ich so mache, weiß jeder sofort, der Eiffelturm ist gemeint. Ein immens kraftvolles Logo und bis heute ein Symbol für Kühnheit. Der Eiffelturm ist weltbekannt. Über seinen Schöpfer weiß kaum jemand etwas. Alexandre Gustave Eiffel kommt 1832 in Dijon zur Welt. Bei den Eiffels ist die Mutter Catherine Mélanie sehr geschäftstüchtig. Sie ist eine starke Frau, Tochter eines Holzlieferanten. Sie spürt den industriellen Wandel und investiert in den Großhandel mit Kohle. Der junge Gustave erweist sich als sehr intelligenter, aber nicht besonders fleißiger Schüler. Nach dem Abitur besucht er die Pariser Ingenieursschule École Centrale des Arts et Manufactures. Hier spezialisierte er sich auf Chemie und erhält 1855 sein Diplom. Dank guter Beziehungen seiner Mutter findet er eine Anstellung. Sein Arbeitgeber ist Charles Nepveu, ein Metallbauunternehmer. Er hat die gleiche Ausbildung absolviert wie Eiffel. Die Arbeit bei Nepveu ist für Eiffel ein Schlüsselerlebnis. Er lernt den Metallbau kennen, macht sich mit dem neuen Material vertraut. Frankreich zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Die industrielle Revolution erfasst das Land. Dank der Dampfmaschinen und Kohleenergie entwickelt sich die Metallurgie weiter. In Hüttenwerken entstehen neue Materialien aus Eisenerz und Kohlenstoff in verschiedenen Konzentrationen. Als erstes Metall kommt Ende des 18. Jahrhunderts Gusseisen zum Einsatz. Ein 10 cm starker Träger aus Gusseisen hat die gleiche Tragkraft wie ein Steinpfeiler von 80 cm Stärke. Doch die Einsatzmöglichkeiten des neuen Materials sind begrenzt. Gusseisen ist hart, widerstandsfähig, aber spröde. Es bricht schnell und ist nicht leicht zu verarbeiten. Eine gewisse Flexibilität ist erforderlich. Eine absolut starre Brückenkonstruktion bricht früher oder später zusammen. Es muss etwas anderes her. Eiffel setzt auf das Puddelverfahren, um Roheisen in Schmiedeeisen umzuwandeln. Puddeleisen wird sein bevorzugtes Baumaterial. Gusseisen wird erhitzt, bis es flüssig ist. Dann kann es gerührt werden, um es zu reinigen und vom überschüssigen Kohlenstoff zu befreien. Die mechanischen Eigenschaften von Puddeleisen machen es vor allem für Großkonstruktionen interessant. Es ist im Verhältnis zu seinem Gewicht extrem widerstandsfähig. Sowohl was Druck angeht, aber auch im Hinblick auf Beugung und Spannung. Der Metallbau nimmt Fahrt auf. Dank des legierten Eisens und der Erfindung des Walzwerks. Einer Presse, die Metall abflacht.
Eiffel und seine Zeitgenossen haben ihr Baumaterial gefunden. Der junge Angestellte Eiffel bekommt die Chance, zu zeigen, was in ihm steckt. Sein Chef, Charles Nepveu, hat einen Großauftrag in Aussicht. Eine Eisenbahnbrücke über die Garonne bei Bordeaux. Nur ist der Fluss an der vorgesehenen Stelle 10 Meter tief, der Grund schlammig. Wie sollen unter solchen Bedingungen die Brückenpfeiler errichtet werden? Um den Auftrag zu erhalten, schlagen Nepveu und Eiffel ein neues Verfahren aus dem Bergbau vor. Wasser ist in den Stollen eine der Hauptgefahren. Das sogenannte Triget-Verfahren wird beim Bau der Eisenbahnbrücke erstmals in Bordeaux angewendet. Jacques Triget ist ein französischer Geologe. Gustave Eiffel wird dessen Namen später wie die Namen von 71 anderen Wissenschaftlern am Eiffelturm verewigen. Als leitender Ingenieur ist Eiffel dafür zuständig, Trigets Verfahren anzuwenden. Es ermöglicht mit Hilfe von Druckluft, die Fundamentschächte der Brückenpfeiler unterhalb des Wasserspiegels auszuheben. Im Wasser zu arbeiten ist noch heute kompliziert. Damals ist das alles neu. Eiffel muss sich also vor Ort ständig etwas einfallen lassen. Bis dahin gab es beim Bau von Brückenfundamenten in einem Fluss nur die Möglichkeit, hölzerne Dämme zu errichten. Eiffel hat eine andere geniale Idee, Zeit und Kosten zu minimieren. Lastkähne schaffen gut 15 Meter lange Röhren heran. Sie sind aus mehreren Segmenten verschweißt. Für jeden Brückenpfeiler wird eine Röhre vertikal abgesenkt. Das untere Segment hat einen geschärften Rand, damit es sich besser ins Flussbett bohrt. Im Inneren gibt es drei Kammern. Die obere ist offen und ragt über den Wasserspiegel. Die untere ist wasserdicht. In sie wird komprimierte Luft gepumpt, die das Wasser hinausdrückt und verhindert, dass es wieder eindringt. Ein Arbeiter in der Druckluftkammer hebt die Erde aus. Über ein System von Flaschenzügen in der mittleren, dritten Kammer wird Abraum nach oben transportiert und entsorgt. Sie arbeiteten also im Trocknen. Es war enorm anstrengend. Die Männer wurden ständig abgelöst, rund um die Uhr. Diese innovative Methode stellt Eiffel noch nicht zufrieden. Um effizienter zu werden, lässt er eine hydraulische Presse über den Röhren anbringen. Der mechanische Druck beschleunigt nun das Eindringen der Röhre in den Flussboden und spart Zeit. Dank Eiffels neuer Technik können die Röhren jetzt 5-mal schneller in den Flussgrund gepresst werden. Letzter Schritt. Sobald in 15 Metern Tiefe fester Boden erreicht ist, lässt Eiffel die 12 Röhren mit Zement füllen. Damit stehen die Pfeiler für die eigentliche Brücke bereit. Die zweite große Neuerung war die Entscheidung für eine durchbrochene Galerie. Als sie zwischen 1858 und 1860 Stück um Stück wuchs, muss ihre Leichtigkeit beeindruckend gewesen sein. Damals war das absolut spektakulär. Alle Welt drängte sich am Fuß der Brücke, um die neue Art, Metallbrücken zu bauen, zu bewundern. Das ist eine Art architektonisches Alphabet, das er immer wieder beim Bau seiner Brücken verwenden wird. Mit der neuen Bauweise hat Gustave Eiffel die Konkurrenz hinter sich gelassen. Seine Lösung kommt mit sehr viel weniger Rohmaterial aus und ist günstiger. Prompt erhält er Auftrag nach Auftrag. Um die Teile seines Gittertragwerks zu verbinden, wählt Eiffel Nieten anstelle von Schrauben. Auch das Warmnieten ist eine Technik, die Eiffel von nun an bei all seinen Projekten anwenden wird. Zwei Metallplatten werden durch einen Niet verbunden. Erkaltet das Metall, zieht es die Platten so fest zusammen, dass sie nicht mehr zu trennen sind.
Der Vorteil des Warmnietens ist, dass es zwischen den Bauteilen keinen Spielraum gibt. Das garantiert eine immense Festigkeit. Einige Bauwerke halten auch nach 100 Jahren noch. Ein Niet ist ein Bolzen mit einem Kopf. Er wird im Ofen auf 1200 Grad erhitzt. Heute beherrschen nur noch wenige diese Technik der Vergangenheit. In Bordeaux erprobt Eiffel ein weiteres Prinzip: Standardisierung. Er reduziert Konstruktionselemente auf wenige Grundformen, etwa rechtwinklige Rahmen mit x-förmigen Abstandshaltern. Das Ergebnis: Module, die endlos aufeinander folgen können. Die Idee zu dieser Vereinfachung ist ihm mitten in der Arbeit gekommen. Das ist das Geniale an Eiffel. Er führt jedes Mal Neuerungen ein. Er steht vor einem Baukasten und entdeckt, dass damit absolut außergewöhnliche Dinge möglich sind. Er nimmt die Fertigbauweise vorweg. Er konstruiert mit einem Höchstmaß an Organisation. Der Brückenbau dauert keine 2 Jahre. Auch das Budget hält Eiffel ein. Bis 2008 bleibt sie die wichtigste Eisenbahnbrücke von Bordeaux. Die Arbeit an dieser Brücke hat ihm die Grundlagen vermittelt. Als Unternehmer und als Konstrukteur. Es war Eiffels erster technischer und persönlicher Erfolg. Eiffel hat sein Können bewiesen. Man vertraut ihm mehrere Projekte in Südwestfrankreich an. Aber Eiffel hat größere Ziele. Er will sein eigener Chef werden. 1866, mit gerade mal 33, macht er sich mit der Firma Gustave Eiffel Constructeur im Pariser Vorort Levallois-Perret selbstständig. Er zeichnet, er konstruiert, er setzt um. Er kontrolliert den gesamten Arbeitsprozess. Das war bis dahin kein Standard gewesen. Eiffel ist sich seiner sehr sicher. Er hat großes Vertrauen in seine Fähigkeiten und sein Urteilsvermögen. Er interessiert sich auch für finanzielle und juristische Fragen. Aber um schnell wachsen zu können, braucht Eiffel einen Kompagnon. Sein Partner wird Théophile Siri. Er ist immens vermögend und hilft Eiffel, das Unternehmen zu finanzieren. Er ist aber auch ein hervorragender Ingenieur. Eiffel hat die Gabe, sich mit den Besten zu umgeben. Das ist unbestritten. Aber Eiffel bleibt der alleinige Chef. So steht es schwarz auf weiß im Vertrag mit Siri. Dank guter Kontakte erhält Eiffel den Auftrag für 2 Viadukte im Departement Allier. Erstmals wählt man aus Kostengründen von vornherein Metall. Angesichts der Höhe wäre eine Steinkonstruktion viel zu teuer. Es ist Eiffels erstes Projekt seit Gründung der Firma. 180 Meter lang, 59 Meter hoch. 4 Bögen am Fuß der Träger sollen ihm mehr Stabilität geben, auch gegen Wind. Als Ingenieur hat Eiffel hier ein technisches Problem gelöst. Als Architekt sorgt er für Eleganz. Die Form weist auf den Eiffelturm voraus. Sie folgt demselben Prinzip, um Stabilität zu erzielen. Noch heute rollen Züge über Eiffels Viadukte Roussat und Neuvial. Zum Zeitpunkt der Konstruktion beeindruckt Eiffel mit Einfallsreichtum und meldet sein erstes Patent an. Im Laufe der Zeit wurden es rund 30 Patente. Dieses trägt den Titel über die Technik des Brückenverlegens. Beim Stapellauf geht es darum, den horizontalen Teil der Brücke von Pfeiler zu Pfeiler zu schieben. Eine ebenso komplizierte wie riskante Operation.
40 bis 60 Arbeiter schieben das Brückendeck mit 7 Meter langen Holzbalken voran. Eins, zwei und schieben. Zentimeterweise geht es vorwärts. Das Gitterdeck ist sehr solide. Man kann es 50 bis 60 Meter in den freien Raum schieben, ohne dass es bricht. Bis der Brückenkörper in seiner endgültigen Position ist, besteht die Gefahr, dass die ersten Träger unter seinem Gewicht einstürzen. Eiffels Lösung: eine Lagerkonstruktion mit Rollen, auf die die Kraft der Arbeiter übertragen wird. Bis dahin waren 50 cm pro Tag das Maximum. Mit dem neuen System schaffte man ein Vielfaches. Das ist ein erheblicher Unterschied. Nach erfolgreichem Abschluss der beiden Viadukte gehört die Firma Eiffel zu den führenden Bauunternehmen Frankreichs. Nach dem Krieg mit Deutschland stagniert 1871 die Wirtschaft in Frankreich. Eiffel hingegen schickt sich an, die Welt zu erobern. Er gewinnt den Auftrag für den Neubau des Budapester Westbahnhofs. Der Entwurf ist sehr innovativ und harmonisch, mit sehr viel Glas und flankiert von Gebäuden aus Stein und Ziegeln. Glas, Ziegel und Arbeitskräfte stammen aus Ungarn. Die 1500 Tonnen Eisen und sämtliche Vorarbeiter kommen aus den Eiffel-Werken. Eiffel vertraut nur sich selbst und seinen eigenen Leuten. Außerdem kalkuliert er die benötigten Mengen an Material bis aufs Gramm. In seiner Fabrik gilt die Devise Null Fehler. All das ist Ausdruck einer geradezu perfektionistischen Organisation. Und die ist einer der Schlüssel zu Eiffels Erfolg. Der Budapester Bahnhof gilt für seine Zeit als revolutionär. Er wird prägend für Bauwerke seiner Art. Dieser Bahnhof ist besonders. Metall galt damals für Ingenieure als unschön und nicht repräsentabel. In Budapest aber hat es auch eine ästhetische Funktion. Und zum ersten Mal kann der Ingenieur Eiffel sagen: Meine Herren Architekten, ich kann mit Metall architektonische Formen schaffen, die Sie sich nicht einmal ausdenken können. Nach Budapest baut Eiffel Bahnhöfe und Hallen in ganz Europa, sogar in Peru. 1875 erhält er seinen zweiten Großauftrag, eine Brücke in der portugiesischen Küstenstadt Porto. Eiffel verdankt den Zuschlag seinem innovativen Entwurf, aber auch seinem Kostenvoranschlag. Im Vergleich zur Konkurrenz ist dieser 2/3 günstiger. Unter dem Entwurf der künftigen Maria-Pia-Brücke steht der Name Théophile Séry. Der Bogen ist ein gängiges Element der Architektur, aber hier übersteigen die Ausmaße bisher Bekanntes. Damals hatten Brücken Spannweiten von 50, 70 oder 100 Metern. Hier sind es 160. Eiffel beweist, dass man sehr viel weiter gehen kann als bis dahin möglich. Eiffels kühne Bauweise wird legendär. 1878 erhält er einen Brief von einem jungen Ingenieur der Behörde für Brücken- und Straßenbau. Léon Boyer ist für die Planung einer Eisenbahnlinie durch das französische Zentralmassiv zuständig, von Marvejols nach Neussargues. Dazu muss man wissen, Überlandstraßen im Zentralmassiv stellten Ingenieure jahrhundertelang vor enorme Probleme. Landschaftsprofil und Höhenunterschiede waren ein Albtraum. Eiffel antwortet Boyer. Die beiden Männer tauschen Skizzen aus und entwerfen ein ehrgeiziges Konzept.
Eine Eisenbahnbrücke soll bei Garabit die Truyère überqueren. Eine Schlucht von einem halben Kilometer Breite. Eine kolossale Herausforderung, kaum zu schaffen. Allein die Logistik stellt Eiffel vor große Probleme. Die Baustelle liegt 30 Kilometer vom nächsten Bahnhof entfernt. Eiffel steht zu diesem Zeitpunkt in der Öffentlichkeit. Wenn ein Unternehmen dieses Projekt stemmen kann, dann die Firma Eiffel. Tatsächlich geht kein anderes Angebot ein. Eiffel erhält den Auftrag ohne Ausschreibung, was absolut ungewöhnlich ist. Für Eiffel ist das sehr interessant. Er hat schon eine ähnliche Brücke gebaut. Ohne Konkurrenz kann er den Preis bestimmen. Doch es kommt zum Streit mit Théophile Séry. Der sagt, wenn wir die Brücke von Porto, die ich entworfen habe, nochmal bauen, steht mir ein Anteil am Viadukt von Garabit zu. Vor allem, da es ein exzellentes Geschäft ist. Eiffel lehnt ab und beendet ihre Zusammenarbeit. Er stellt einen neuen Ingenieur ein und gibt sich nicht damit zufrieden, das Garabit-Viadukt als Kopie von Porto zu planen. Die beiden Brücken ähneln einander, aber es gibt erhebliche Unterschiede. Eiffel hätte das System von Porto übernehmen können, aber er nutzt die Gelegenheit für zahlreiche Verbesserungen. Das Garabit-Viadukt sprengt alle Normen. Der Brückenbogen gipfelt in 122 Meter Höhe. Seine Stützweite beträgt 165 Meter. Im Januar 1880 beginnen die Arbeiten. 3000 Tonnen an Metallteilen kommen aus Paris. Für die Sockel der Pfeiler braucht man 20.000 Kubikmeter Granit. Mit Pferde- und Ochsenkarren werden sie aus 15 Kilometer entfernten Steinbrüchen herangeschafft. Für die Errichtung der Brücke setzt Eiffel ein Verfahren ein, das er bereits in Porto erprobt hat. Die freitragende Montage. Eiffel ist weltweit der einzige Konstrukteur, der dieses Verfahren bei derartigen Größenordnungen beherrscht. Der Brückenbogen wächst in zwei Teilstücken von den gegenüberliegenden Ufern aus zusammen. Beide Hälften werden dabei von Kabeln an den bereits errichteten Teilen der Konstruktion gehalten. Sie verhindern, dass die vorragenden Halbbögen aufgrund ihres Gewichtes in den Fluss stürzen. So hält ein Brückensegment das nächste. Die Arbeiten können ohne Gerüst erfolgen. Eine enorme Ersparnis an Aufwand und Geld. Mit kleinen Kränen wird jeweils das nächste Segment angesetzt. Anders als in Porto lässt Eiffel anstelle miteinander verbundener Lastkähne diesmal eine hölzerne Behelfsbrücke bauen. Der kritische Moment ist das Aufeinandertreffen der beiden Bogenteile. Tatsächlich passt alles wie auf magische Weise zusammen. In den 4 Jahren der Bauzeit haben die Zeitungen ständig über den Fortschritt der Arbeiten berichtet. Eiffel ist zum Medienstar geworden. Nach Garabit weiß er kaum noch, wo ihm der Kopf steht. Er erhält Aufträge von überall her. Eiffel hat den Ruf, selbst die schwierigsten Probleme lösen zu können. Fortan gilt er als Magier des Eisens. Die
Die Organisation der Arbeitsabläufe und die detaillierte Vorbereitung aller Einzelteile haben sich als entscheidend erwiesen. Um den Montageprozess zu beschleunigen, werden in Garabi vor Ort nur 250.000 von mehr als einer halben Million Nieten gesetzt. Den größeren Teil haben die Arbeiter schon in der Fabrik erledigt. Die Vorfertigung von Einzelteilen wird standardisiert und Eiffel spart wertvolle Montagezeit. Das bringt ihn auf eine Idee. Er sagt sich, das funktioniert bei großen Brücken, warum nicht auch bei kleinen? Also entwickelt er sogenannte transportable Brücken, deren Teile als Bausätze angeliefert werden. Er experimentiert 8 Jahre lang, um die ideale Konfiguration für seine zerlegbaren Brücken zu finden. Jedes Teil wiegt weniger als 70 Kilo und es gibt nur ein Dutzend Elemente. So kann man Brücken von 6, 9 oder 40 Metern Länge bauen. Dafür reichen kleine Bautrupps, die nicht besonders qualifiziert sein müssen. Damit reißt er den Markt an sich. Technisch ist das nicht besonders wertvoll, aber es bringt ihm ein Vermögen ein. Enorm. 1884 ist für Eiffel ein Erfolgsjahr. Garabi ist ein Triumph und das schnell wachsende französische Kolonialreich braucht viele günstige Brücken. Eiffels Auftragsbücher sind voll. Da trifft ihn zum ersten Mal ein Rückschlag. Auf einer seiner Baustellen ereignet sich ein schwerer Unfall mit weitreichenden Folgen. Das Viadukt über die Tarde im Departement Creuse ist nach Garabi ein vergleichsweise einfaches Projekt. Doch das mittlere Joch hat eine Spannweite von gut 104 Metern. Ein neuer Rekord für die Zeit. In der Nacht vom 26. auf den 27. Januar 1884 kommt ein Orkan auf. Das Brückendeck ragt mehr als 50 Meter in den Raum. Durch den Sturm wird die Stahlkonstruktion angehoben und stürzt in die Schlucht. Eiffel ist erleichtert, dass es keine Toten gegeben hat. Aber was ist passiert? Eine Untersuchungskommission kommt zu dem Schluss, dass die Windstärke in dieser Nacht außergewöhnlich war und dass den Konstrukteur keine Schuld trifft. Für Eiffel steht fest, ein solcher Unfall darf sich nicht wiederholen. Es wäre das Ende seiner Karriere. Er rechnet alle laufenden Projekte noch einmal eigenhändig durch und verbessert diese. Die Angriffsflächen für den Wind sollen auf ein Minimum reduziert werden. Seine Erkenntnisse fließen direkt ins nächste Projekt ein. 1884 legen seine Mitarbeiter letzte Hand an die Pläne für das Gerüst der Freiheitsstatue. Der Bildhauer Auguste Bartholdi hatte Eiffel gebeten, eine Innenkonstruktion für die Statue zu entwerfen. Sie ist ein Geschenk Frankreichs an die USA. Eiffel lässt sich diese Gelegenheit nicht entgehen. 46 Meter hoch soll Lady Liberty auf einer windexponierten kleinen Insel vor New York aufragen. Eine Statue dieser Größe hatte es noch nie gegeben. Das Äußere besteht aus dünnen Kupferplatten. Um ein solches Standbild zu stützen, war ein spezielles Tragwerk im Innern nötig. Sonst stürzte die Statue ein. Unter der Verkleidung der Freiheitsstatue verbirgt sich ein Stahlgerüst, das für Eiffel nichts Besonderes mehr ist. Es gehört zu seinem kleinen Einmaleins als Konstrukteur. Es ist ein Brückenpfeiler, angepasst an die Form der Statue natürlich, aber es ist ein Brückenpfeiler, nichts anderes. Das zentrale Element ist eine klassische Tragekonstruktion. Ein Pylon mit 4 Stützen und Andreaskreuzen als Abstandshalter. Diese stabilisieren den Pylon, der in einem gemauerten Sockel verankert ist. Um den Pylon herum gibt es eine sehr viel leichtere Konstruktion.
An ihr sind die Kupferplatten aufgehängt. Die geringe Stärke der Streben sorgt für eine gewisse Flexibilität. Die Hülle kann bei Winddruck also ein bisschen nachgeben. Der Pylon fängt diese Bewegungen ab, denn er steht fest im Sockel. Amüsanterweise macht die Freiheitsstatue einen absolut soliden Eindruck. Tatsächlich sind die Kupferplatten nur 2,5 mm dünn. Die Verkleidung besteht aus 300 Kupferplatten. Die Einzelteile der Statue werden in Paris vorgefertigt, nach New York verschifft und dort 1886 zusammengesetzt. Eiffel kann sich seine Projekte aussuchen. Seine erfahrenen Mitarbeiter und Ingenieure bleiben ihm bei allen künftigen Unternehmungen treu. Und Eiffel braucht sie, denn er steht vor der Aufgabe seines Lebens. Mitte der 1880er Jahre bewirbt sich Frankreich um die Ausrichtung der nächsten Weltausstellung. Sie soll 1889 in Paris stattfinden. Also heißt es, wir brauchen eine technische Leistung der Extraklasse. Was könnte das sein? Seit 20, 30 Jahren fragten sich Ingenieure überall auf der Welt, wird es eines Tages gelingen, einen Turm von 300 Metern Höhe zu errichten? Mit 169 Metern ist der Obelisk in Washington damals das höchste Bauwerk der Welt. In den Eiffel-Büros zeichnen zwei Ingenieure vor sich hin. Eines Tages gehen sie zu Eiffel, zeigen ihm ihre Pläne und sagen, wir wissen, wie es geht. Die beiden Ingenieure sind Maurice Quéclin, Eiffels rechte Hand, und Émile Nouguier, der die Arbeit auf Eiffels Großbaustellen organisiert. Die beiden gehen von einem umgekehrten V aus. Ein gleichschenkliges Dreieck mit der Spitze oben. Eiffel sieht sich das an und sagt, das ist nicht besonders elegant. Er gibt ihnen den Rat, mehr Wert auf die Ästhetik zu legen. Aber vor allem beginnt er, sich mit dem Problem des Windes zu befassen. Quéclin und Nouguier überarbeiten ihren Entwurf. Sie holen den Architekten Steven Sauvestre ins Boot. Der fügt dekorative Bögen hinzu, verkleidet die Sockel mit Mauerwerk, reduziert die Anzahl der Stockwerke und sieht an der Spitze eine Kuppel vor. Eiffel ist sicher. Der Vorschlag seiner Ingenieure ist realisierbar. Das Projekt könnte für die Weltausstellung genau das Richtige sein. Die Maschinerie Eiffel springt an. Er ist von der Idee so überzeugt, dass er zusammen mit seinen Ingenieuren ein Patent für einen 300 Meter hohen Turm anmeldet. Ein Beweis seines ausgeprägten Geschäftssinns. Eiffel und seine Ingenieure gehen von dem aus, was sie am besten beherrschen: Brückenpfeiler. Im Grunde ist die Technologie für den Turm bereits da. Es braucht keine größeren Innovationen. Natürlich erfordern Höhe und Form wegen der Windlast einen technischen Sprung nach vorne. Aber die Konstruktion selbst ist die gleiche wie bei einer Brücke. Eiffel kann das Risiko eingehen. Die politischen Entscheidungsträger sind für das Projekt. Aber für etliche Intellektuelle und die Pariser Prominenz ist der geplante Turm ein Grauen, nutzlos und monströs. Eiffel knickt nicht ein. Er finanziert drei Viertel des Baus durch Kredite und die Gründung einer Aktiengesellschaft. Dafür erhält er von der Stadt Paris eine Nutzungskonzession über 20 Jahre. Er kann machen, was er will. Fahrkarten für den Aufzug verkaufen, Restaurants eröffnen, den Turm für alle möglichen kommerziellen Aktivitäten nutzen. Nach 20 Jahren soll der Turm dann abgebaut werden. Er ist als Provisorium gedacht, eine Attraktion auf Zeit. Die Bauarbeiten dauern 2 Jahre, 2 Monate und 5 Tage. Unter Beobachtung der Pariser demonstriert Eiffel ein weiteres Mal seine Technik.
Die Fundamentschächte an der wassergefährdeten Seine-Seite werden in Senkkästen unter Pressluft gegraben. Er verwendet Puffeleisen und Nieten, Materialien, die er kennt. Der einzig kritische Moment in diesem 18.000-Teile-Puzzle ist das Zusammenführen der vier Füße auf Höhe des ersten Stockwerks. Er muss sie alle gleichzeitig verbinden. Die Höhen müssen exakt übereinstimmen. Es sind nicht nur zwei Teile, die zusammenpassen müssen, sondern zwei auf jeder der vier Seiten des Turms. Die erste Etage ist ein Tisch mit vier Beinen. Darauf steht der zweite Tisch. Und von dort an ist es im Grunde ein einzelner Brückenpfeiler. Nichts anderes. Der Turm soll ja auch für Besucher zugänglich sein. Und wenn man wichtige Persönlichkeiten beeindrucken will, muss man ihnen etwas Neues bieten. Und das sind die Fahrstühle. Kolbengetriebene hydraulische Fahrstühle sind damals neu. Niemand hatte bisher Fahrstühle für eine Höhe von 300 Metern gebaut. Auch wenn Eiffel die Technik für einen 300-Meter-Turm beherrscht, die Fahrstühle bleiben ein kommerzielles und bautechnisches Risiko. Eiffel braucht eine revolutionäre Lösung. Dampfmaschinen sollen die Leistung bringen, um täglich 10.000 Personen über unterschiedlich geneigte Schrägen nach oben zu bringen. Jahre später läuft die grundlegende Technik der Aufzüge noch immer nach Eiffels Plänen. Erneuert wurden nur die Schienen, die Kabinen und die Hydraulik. Es gibt einige sicherheitsbedingte Änderungen, aber die meisten Teile stammen noch aus Eiffels Zeit. Es ist ja auch eine fabelhafte Konstruktion. Die Kraft wird auf 8 Kabelzüge übertragen. Das heißt, wenn sich der Kolben 1 Meter bewegt, wird die Kabine 8 Meter gehoben. Mit diesem Kolben wird die Kabine bis zur zweiten Etage in 162 Metern Höhe gehoben. Von dort führen andere Fahrstühle zum dritten Stock. Es ist unglaublich. Aber mit den Karten für die Fahrstühle und verschiedenen Verkaufsaktivitäten war Eiffel nach den 6 Monaten der Weltausstellung in den schwarzen Zahlen. Der Turm macht Eiffel zum Star der Weltausstellung. Nach der Eröffnungsfeier ist Eiffel der bekannteste und angesehenste Ingenieur, nicht nur Frankreichs, sondern der Welt. Und beinahe sofort trägt der Turm seinen Namen, Eiffelturm. So etwas ist sehr selten. Doch nicht er hat diesen Namen erfunden. Er nannte ihn der 300-Meter-Turm. Aber der Volksmund sagte Eiffelturm. Der Konstrukteur steht auf dem Gipfel seiner Karriere. Der Turm ist sein Meisterwerk, aber auch sein letztes vollendetes Projekt. Doch auf dem Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn trifft er die erste Fehlentscheidung. 1887 beteiligt er sich am Bau von 10 Schleusen für den Panamakanal. Das Projekt befindet sich in einer Krise. Pannen und aus dem Ruder laufende Kosten haben es ins Stocken gebracht. Jetzt setzen die Investoren auf Eiffel. Sein Vertrag garantiert ihm fast das 20-fache Budget des Eiffelturms. Eine enorme Summe, 30% im Voraus. Daraufhin beginnt er die Arbeit an den Schleusen. Eiffels Einstieg in das Projekt kann den Bankrott nicht verhindern. Hunderttausende von Kleinanlegern sind ruiniert. Es ist ein Riesenskandal. Schuldige müssen her. Der Panama-Skandal enthüllt Bestechung, Korruption und Veruntreuung. Verantwortliche Politiker stürzen. Eiffel landet auf der Anklagebank. Er wird zu 2 Jahren Gefängnis verurteilt. Er muss nur 2 Wochen absitzen, aber er hat sich von dieser Wunde nie wirklich erholt. 1893 wird Eiffel vom obersten Berufungsgericht entlastet. Aber er ist nicht mehr derselbe. Er will nichts mehr mit der Welt der Konstruktion oder der Welt der Politik zu tun haben. Er wird zu einem kriegsgrämigen, reizbaren alten Mann.
der sich von allem abkapselt. Auch der Einsturz seiner Eisenbahnbrücke 1891 in der Schweiz mit 73 Toten belastet ihn noch schwer. Eiffel zieht sich zurück, aber nur kurz. Er beschließt, den Abriss seines Turms zu verhindern und startet eine neue Karriere. Der Turm erfüllt keinerlei Zweck. Also sucht Eiffel einen Weg, ihn wissenschaftlich zu nutzen. Er war immer überzeugt, sein Turm könne mehr sein als nur eine Publikumsattraktion. Seit 1898 finanziert Gustave Eiffel wissenschaftliche Versuche auf dem Turm. Es ist das erste Mal, dass in Frankreich mit Funkwellen experimentiert wird. Sehr bald können Übertragungen vom Eiffelturm in einer Entfernung von 400 Kilometern empfangen werden, später sogar in Kanada, also über enorme Distanzen. Der Eiffelturm ist gerettet, dank seiner 300 Meter hohen Antenne. Eiffel gibt sich nicht zufrieden, sein Forschungsdrang treibt ihn weiter. La suite. Er legt meteorologische Stationen an und nutzt den Turm zur Wetterbeobachtung. Er veröffentlicht einen wissenschaftlichen Text nach dem anderen, darunter die ersten meteorologischen Atlanten überhaupt. Seine Arbeiten auf diesem Feld sind grundlegend. Gustave Eiffel widmet die letzten 30 Jahre seines Lebens der Erforschung des Windes. Er entwirft einen Windkanal. Ab 1912 lassen sich damit Daten über den Wind und seine Wirkung auf Objekte ermitteln. Eiffels Versuche spielen auch eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der gerade aufkommenden Fliegerei. Eiffel stellt seinen Windkanal jedem, der ein Flugzeug bauen will, kostenlos zur Verfügung. Die einzige Bedingung, er darf die Ergebnisse unter seinem Namen publizieren. Stellen Sie sich vor, alle Konstrukteure kamen hierher und es gab viele. Alle großen Namen der damaligen Luftfahrt gaben sich hier die Klinke in die Hand. Auch bei seinem Windkanal gelingt Gustave Eiffel eine Innovation. Sein Kanal ist der erste, der einen vollkommen konstanten Wind erzeugt, indem er Luft ansaugt, anstatt sie zu blasen. Mit seinen aerodynamischen Experimenten trägt er zur Weiterentwicklung der Luftfahrt bei und erhält dafür zahlreiche Preise. Ingenieur, Unternehmer, Forscher. Gustave Eiffel stirbt 1923 mit 91 Jahren. Er hinterlässt der Welt einige der großartigsten und kühnsten Bauwerke aller Zeiten.